Von meinen sehr verehrten Freunden, willkommen zurück zu Nesca Heat 5. Heute sind wir in Talladega. Es gibt eine große Sache, die wir heute anders machen wie sonst. Und ich glaube, so machen wir es auch in Zukunft. Und zwar, ich habe jetzt die gelben Flaggen ausgeschaltet. Wenn du jetzt meinen Kanal schon länger mitverfolgst, dann wirst du wissen, ich mag das ja sehr, wenn alles so möglichst realistisch und so weiter funktioniert. Auch wenn der Nesca Heat 5 jetzt eher so ein Simcade Racer ist. Aber Senfzwelch, ich verlinke seinen Kanal jetzt unter meinem Video da, hat mich auf eine Idee gebracht. Ganz lieben Gruß übrigens. Also er meint in seinem Video, dass die Gelbphasen einen so rausreißen im Spielfluss. Und bei genauerer Überlegung hat er da eigentlich vollkommen recht. Ich glaube, so ist das tatsächlich cooler. Denn das siehst du genau. Jetzt ist, keine Ahnung, Runde 23. Jetzt sehe ich schon 5 Autos in die Box fahren. Macht es jetzt Sinn für mich auch reinzufahren? Wie lange ist das Rennen noch und so weiter? Und noch dazu, ich mag das ja auch sehr, wenn dann mal ein Auto abschmiert. Wenn ich sehe, jetzt fängt der Auto zum Rauchen an und so weiter. Und der humpelt dann zur Boxengasse. Das mag ich alles. Das ist wirklich cool. Also ich habe es jetzt nicht auf relaxed gestellt, sondern ich habe es mal ganz ausgestellt. Und ich glaube, so probieren wir das mal. So, Talladega, traue ich mir zu, das Auto fast komplett loose zu fahren. Ab ins Qualifying und wir sehen uns dann am Ende der Runde. So, ich glaube, das war nicht so gut, ne? Keine Ahnung, was ich diesmal falsch gemacht habe. 36. Auf der 1. 51-1, 16 sind wir gefahren und okay, der ist dann, Justin Haley ist dann doch noch eine Sekunde schneller gewesen. Timmy Hill is a friend. Da gibt ihr ein saures Rennen, das habe ich jetzt aber auch zum ersten Mal gelesen. Das sieht ja ziemlich bewölkt aus. Regen kommt aber 100% keiner, das kann ich euch sagen. So, wie sieht es jetzt aus mit uns da im Pack? Ohne Gelb. Das bedeutet auch für uns, dass wir keinen Kack bauen dürfen, sonst hinken wir nach. 15 Runden gibt es zum Abspulen. Ich bin in Low. Jetzt habe ich mal ein Video gesehen über Windschatten. Und unglaublicherweise ist auch, also wirklich neben den Fahrzeugen in echt, auch noch ganz viel Windschatten. Also wenn die wirklich ganz nebeneinander fahren, profitiert der eine, der auch nur 30 cm dahinter ist, voll vom Folgefahrzeug, vom vorausfahrenden Fahrzeug. Ganz interessant, habe ich mir nicht gedacht. Ich habe gedacht, natürlich hinterm Auto klarerweise und dann ganz leicht, so wie ich jetzt fahre, auf den, so im Drittel oder so von so einem Auto vor uns, dass da richtig Windschatten herrscht. Aber tatsächlich ist das auch ganz nah seitlich am Fahrzeug auch sehr stark. Interessant. Aber ich glaube, das Rennen ist nicht gut da für uns, Talladega. Ich glaube, da haben wir kein gutes Auto. Außerdem juckt mir jetzt die Nase schon wieder so extrem. Bringt das Glück? Meistens nicht. Hab auch etwas Durst. Bin ja mal voll am Gas, Bremse brauche ich gar nicht, bin aber Vorletzter, auch nicht schlecht. Keine Chance, dass wir da irgendwie etwas weiter nach vorn kommen, gar nicht. Er fährt uns auch noch in die Seite jetzt. Bin immer voll am Gas. Auch die Reifen schälen sich schnell runter. Und relativ gleichmäßig sogar. Man vorne links ist klar. Aber wenn man die drei anderen Reifen betrachtet, ziemlich gleichmäßig. Jetzt komme ich da mal innen rein. Auch da bin ich etwas schneller jetzt als der Vordermann, glaube ich. Ne, ist schon wieder vorbei. Oh, 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 oh. Jetzt haben wir einen Draftpartner hinter uns. Das hat tatsächlich etwas gebracht. Absolute Tetris-Situation da. So, können wir dann an die Seite der 44 kommen? Ja, ich glaube ja. Mühsam ernährte sich das Eichhörnchen. So, kleiner Bump. Falls es was bringt. Und
natürlich vorsichtig sein. Oh, da kommen wir gut raus. Clear high, okay. Aber geht auch nichts weiter. Bottom ist clear, okay. Auch da wieder leichtes Bump Drafting meinerseits. Muss man sich trauen. Aber wenn es geht, dann geht's. So, wo ist jetzt die richtige Linie? Versuchen wir es mal außen. So, wir haben nur mehr für 3 Runden Sprit, sehe ich gerade. Oh, jetzt kommt wieder unten einer rein, gar nicht gut. Circa bei der Hälfte sind wir jetzt. Ich glaube, da wären auch Reifen nicht schlecht. Werden wir nehmen müssen. Es ist natürlich das so blöd, ne? Fahre ich jetzt an die Box, habe ich kein Pack mehr zum Mitfahren. Was die ganze Situation da erschwert. Aber ich muss jetzt reinfahren. Ich schätze auch, die anderen werden reinfahren. Denn dann bleibt ja auch nichts anderes übrig. Jetzt werden wir wieder verfrühstückt. Jetzt gilt es aufzupassen. Ich schätze, die ersten biegen dann ein. Dann müssen wir vorsichtig mit der Bremse hantieren, denn wer mich kennt, weiß, wenn ich wo einen Blödsinn mache, dann ist es beim Boxenstopp. So, er sagt uns das jetzt eh schon an. Leader is pitting, hat er, glaube ich, gesagt. Gibt es natürlich jetzt viel Action da, da fahren die ersten runter. So. Wir machen voll, wir machen 4 Reifen, hilft nichts, reparieren, nein. Wäre aber sowieso nichts zum Reparieren, sehe ich gerade, und fertig. Laps remaining, okay, Reifen machen wir alle 4, oder? Wird schon passen. Meine super Pit Crew. Obacht, meine Freunde, lassen Sie mich doch auch etwas mitfahren. So, jetzt sind wir wieder ganz hinten. Keine Chance, unser Auto ist ultra unterlegen. Ja, das war Absicht. Blockage. Blockage. Hilft auch nichts. Rein in den Schatten. Nein, 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 nein. Will er nicht. So, jetzt bin ich wieder dabei, glaube ich. Ich hoffe, jetzt fahren viele an die Box und wir holen uns ein paar Plätze. Naja, viel hat es jetzt nicht gebracht. So, da vorne müssten wir jetzt rankommen. Das wäre sehr gut, ne? 7 Runden Sprit. Okay, das können wir mal wegschalten. Schaue ich mir lieber die Runden an jetzt. Da komme ich nicht mit. Also ich glaube, das wird so mit 30 zu Ende gehen. Die Lücke werde ich jetzt nicht aufholen können, schätze ich. Oh, da sind auch noch ein paar drinnen. 28, 27, okay, sehr gut. So, 12 von 15, ich komme immer noch nicht ran. Aber hinter uns wird's interessant. Wir werden nämlich gleich überholt. Blockiere natürlich alles, so gut es geht. Das Auto rüttelt mich jetzt schon ordentlich durch, aber die Reifen sind noch relativ okay. So, ich hänge mich da mal richtig hinten dran. Oh, jetzt kommen sie aber unten. Ich darf nicht so viel ins Spiel schauen. Ich gehe runter.
versucht da etwas zu blockieren. Falls es was nützt. Nee. Aber Talladega habe ich mir fast so vorgestellt, dass das so kommt. Sind eher so auf Short Tracks besser unterwegs. Ich schieb den da die ganze Zeit. Bis es ins Auge geht. Gut, wäre eben ein Slingshot jetzt dann. Nach dem Turn oder jetzt, vielleicht ist die Chance da. Es war zu früh für den Slingshot. Schieb mich mal, Alter, da hinten. Na, jetzt ziehst du zu zweit weg. Ich habe das viel zu früh gemacht. Viel zu früh, ich Depp. Ja. Ist so, wie es ist. 28. Das war mal nix. Auf der 28, 13,48. Und was hat zum Beispiel die Nummer 1 gemacht? Noah Gregson, 13,36. Okay. Das haben wir verdient mit dem Hobel heute. Gar nicht wenig, aber ist wahrscheinlich wegen Talladega, ne? So, jetzt sind wir auf der 16 gesamt. Harrison Burton noch immer auf der 1. Ich soll mich nicht ärgern. Ich ärgere mich aber. Da bin ich ja mal gespannt. Das nächste ist ein Hot Seat dran, der Nesca Cup Series. Da gibt es 97.500 für einen Top 33er Finish. So, meine Herren, also nicht vergessen, schaut's mal bei Senfzwelch vorbei. Anspruchsvolle Streams. Überhaupt Assetto Corsa Competizione, richtig coole Videos. Ansonsten danke fürs Zusehen, bleibt gesund, meine Herren, bis zum nächsten Mal. Tschüss.